Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Beauty Mama XL. Ich war gestern mit meinem Mann bei IKEA shoppen und zeige euch heute unsere Ausbeute fürs Baby. Viel Spaß! Bevor ich mit dem Video loslege, möchte ich mich erstmal bedanken für mehr als 100 Abonnenten. Ich bin total überwältigt und freue mich über jedes Abo, was ich mehr bekomme. Vielen lieben Dank. Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt 100 Abonnenten schaffe und jetzt bin ich schon über 100 und das in den ersten paar Wochen. Also wirklich vielen lieben Dank. So, jetzt geht's aber los. Die Preise werde ich wieder hier einblenden. Produktnamen steht ja meistens mit drauf, genau. Das ist Skok Haul. Das ist eine Wäschetruhe oder so ein Wäschenetz. Das habe ich mir gedacht, stellen wir neben die Wickelkommode, damit ich da die Wäsche fürs Baby separat in den Wäschesack tun kann und dann so mit diesem Wäschesack in den Keller tragen kann. Dann konnten wir nicht widerstehen und haben ein süßes Handtuch gekauft. Es ist zwar blau, aber es hat rosa Bäckchen. Das ist so eine, ja, ich würde mal sagen, es ist ein Bär. Schaut ein bisschen aus wie so ein Tamagotchi. Kinder aus den 90er Jahren wissen noch, was ein Tamagotchi ist. Es ist schön so eins zum Einschlagen, mit Mützchen dran. Hat uns sehr gut gefallen. Genau, dann haben wir noch eins gekauft. Ein bisschen geschlechtsneutraler. In grün, orange und hellblau. Auch mit so einem Mützchen, aber ohne Gesicht und ohne Ohren. Handtücher hatten wir nämlich noch gar keine. Dann Waschlappen. Das sind so, ich mache sie mal auf, das sind so, ja, nicht so Waschlappen, wo man die Hände reinmachen kann, sondern so Art kleine Tücher. Also ich halte sie mal kurz vor mein Gesicht, so damit ihr seht, wie groß die sind, verdecken mein Gesicht mit einem Haken hinten dran. In verschiedenen Farben, die sind die Haken und es sind, glaube ich, ich zähle mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück sind drin. Also die reichen definitiv. Wenn ich bei IKEA bin, muss auch immer eine Duftkerze mit. Dieses Mal hatten sie so Sommerdüfte, fruchtige Düfte wie Apfel, Erdbeere. Vanilleduft ist es, glaube ich, der Standard. Den haben sie immer. Wir haben uns für Orange entschieden. Was ich bei den IKEA-Düften allerdings negativ finde, wenn sie im Glas sind, also nicht angezündet, duften sie viel intensiver, als wenn man sie anzündet. Da bin ich einfach von den Yankee Candles zu arg verwöhnt, weil da zündet man an und das ganze Haus duftet danach. Und das ist bei den Kerzen leider nicht der Fall. Dann haben wir uns solche Einlage, wie nennt man das, Schubeinlage, Boxen gekauft. Die heißen Scoop oder Scup. Da sind 2, 4, 6 Stück drin in unterschiedlichen Größen und die habe ich gleich zweimal geholt für unsere Wickelkommode. Einfach um Söckchen zu sortieren, Strumpfhosen zu sortieren oder auch so Cremepröbchen. Einfach um Ordnung in der Schublade zu halten. Also zweimal. Dann etwas für mich. Und zwar eine neue Schürze. Die ist braun, rosa, grün, türkis. Genau, also ich ziehe eigentlich in der Küche immer eine Schürze an. Ob ich jetzt backe oder koche. Einfach damit die Klamotten nicht dreckig werden. Und ich bin auch nie eine, die mit einem Geschirrtuch rumrennt. Sondern wenn meine Hände dreckig sind, mache ich immer den da. Und wische einfach meine Hände an der Schürze sauber. Dafür ist sie auch schließlich da. Und dann habe ich mir noch eine Schürze mitgenommen, da konnte ich nicht widerstehen. Also das ist die Tullia. Und hier habe ich noch eine, die heißt Mailis. Die hat Blümchen auf der Vorderseite und rosa kariert. Also Blümchen mit rosa kariert. Hat mir sehr gut gefallen. Genau, ich brauchte einfach mal zwei neue Schürzen, weil bei meinen anderen Schürzen oftmals so Flecken wie Schokoladenpudding oder... ja, Schokoladeneis nicht mehr rausgegangen sind. Die schmeiße ich dann einfach weg und dann habe ich jetzt zwei neue Schürzen. Habe ich mich sehr gefreut, auch mal was für mich zu kaufen. Dann geht es natürlich weiter fürs Baby. Ich finde bei IKEA diese Holzspielsachen einfach toll. Ich weiß, es ist jetzt für ein Neugeborenes noch nichts. Also da fangen sie frühestens mit so einem Dreivierteljahr damit an zu spielen. Meistens erstmal alles rauszumachen und draufstecken kommt dann eher, also erst später.
Aber mir hat dieser Turm einfach so gut gefallen. Ich kenne den auch von meiner Arbeit. Wir haben den in der Arbeit auch. Und der heißt Mula und ja, hat verschiedene große Ringe und auch verschiedene Farben und ist sehr stabil, sehr robust. Und den stelle ich einfach als Deko aber ins Zimmer. Dann hat mein Mann was in die Tüte geschmissen, und zwar sind das Steckdosensicherungen. Aber wir haben nämlich festgestellt, dass wir im Kinderzimmer, das ist das Zimmer mit den meisten Steckdosen, keine Ahnung, was sich da der Elektriker dabei gedacht hat. Im ganzen Wohnzimmer haben wir gerade mal 3 Steckdosen und das Wohnzimmer ist riesig. Und im kleinen Kinderzimmer haben wir in jeder Ecke eine Steckdose, also 4. Genau, deswegen brauchen wir auf jeden Fall weitere Steckdosensicherungen. In allen anderen Räumen haben wir die schon, einfach wie wir Balu bekommen haben und er ein Welpe war, hat er nämlich immer seine nasse Nase in die Steckdosen gesteckt und das war uns irgendwann mal zu gefährlich. Deswegen haben wir dann da in der kompletten Wohnung schon alle Steckdosen gesichert, außer halt im Kinderzimmer, weil da durfte er von Anfang an nicht rein und das behalten wir auch weiterhin so bei und deswegen brauchen wir einfach im Kinderzimmer noch Steckdosensicherungen. Das sind 11 Stück drin. Genau. Dann, das kennt bestimmt jeder, das ist so ein Netz. Wir haben es in grün genommen, weil wir das Zimmer ja entweder flieder-weiß-grün oder türkis-weiß-grün gestalten möchten. Ja, das ist das große, das lange Netz. Ich habe mir das einfach gedacht für Kuscheltiere zum Reinstecken oder auch für Mützen und Schals und sowas. Das hängen wir einfach in die Ecke vom Kinderzimmer. Und einen Schlafsack, der durfte auch mit. Das letzte Mal waren wir im Sommer, ich glaube im Anfang vom Sommer, im Juni bei IKEA. Da gab es nur Sommerschlafsäcke und dieses Mal war ich überrascht, dass sie jetzt schon Winterschlafsäcke haben. Ich hole ihn mal raus. Natürlich auch in grün. Geschlechtsneutral. Der hat diesen Querreißverschluss, also der Reißverschluss verläuft so, ist natürlich praktisch zum Anziehen. Dann legt man den Schlafsack einfach auf die Wickelkommode, legt das Kind rein, klappt zu, Reißverschluss zu und fertig. Und der hat süße Bärchen drauf, einmal in grün, in blau und in braun. Und er ist auch von der Qualität her ganz gut, war auch nicht so teuer. Und Schlafsack kann man eigentlich, glaube ich, auch nicht genug haben, wenn das Kind zum Beispiel ein Spuckkind ist und dann im Bett spuckt, dann braucht man einen Schlafsack zum Wechseln. Dann muss bei IKEA auch immer mit eine große Packung Lichter. Also, wie heißen sie? Teelichter. Genau. Das sind die 100er. Wir nehmen die immer mit bei IKEA, weil wir eigentlich im Herbst immer Lichter überall anhaben, im Flur und im Wohnzimmer. Und die sind wirklich am billigsten. Und brennen auch ganz gut. Dann haben wir noch eine Kerze. Und zwar heißt die Sinnlich auch. Das ist die mit Erdbeerduft. Genau. Und das letzte aus der Tüte, dieser kleine Stoffball. Ist auch noch am Anfang zu groß natürlich für die Babyhände. Aber ich konnte nicht widerstehen. Ich musste ein was von den Spielsachen mitnehmen. Das geht einfach in die Wickelkommode erweitern oder irgendwo anders da ins Regal. Und wenn das Kind dann alt genug ist und es greifen kann, dann bekommt es den Ball. Ja, dann war das das alles, was in der Tüte war. Die Tüte ist jetzt leer. Wir haben aber noch 2 weitere Sachen gekauft. Da werde ich euch jetzt dann Bilder einblenden. Einmal einen schwarzen Stillsessel. Also es ist eigentlich ein ganz normaler Sessel, so eine Art Ohrensessel. Bisschen auf alt gemacht. Den wollte ich eigentlich, also wie ich das letzte Mal dort war, im Sommer, also wir haben ja eigentlich noch Sommer, ne? Das Wetter ist zwar nicht so, aber wir haben ja noch Sommer. Wie ich im Juni dort war, wollte ich den mit einem Stoff kaufen, also war so grau, melierter Stoff. Aber jetzt hatten sie ihn neu in Kunstleder. Und das ist natürlich praktischer, weil wenn das Kind mal spucken sollte oder mal eine Flasche auslaufen sollte, dann kann man den einfach schön abwaschen, ohne dass man das irgendwie den Bezug abziehen müsste. Das ist schwarzes Kunstleder, das zeige ich euch. Sehr bequem, also da freue ich mich dann schon drauf, drin zu sitzen. Der kommt unter das Fenster im Kinderzimmer, entweder zum Stillen oder zum Flasche geben. Und später, wenn das Kind größer ist, dann kann man da auch sich schön bequem reinsetzen, zu zweit und zum Beispiel ein Buch lesen vorm Schlafen gehen.
Genau. Und dann haben wir noch ein Regal gekauft. So eine Art Treppenregal. Da kann man oben, also so ein, ne, mit drei unterschiedlichen Höhen, ich zeige es euch ja auf dem Bild, haben wir mit weiß-grünen Boxen gekauft. Das sind diese Plastikboxen zum Rausziehen. Da werden Spielsachen und Bücher reinkommen vom Kind. Und ja, und obendrauf werde ich einfach so ein bisschen Deko hinstellen, denke ich mal. Wie zum Beispiel den Holzturm. Balu schnarcht nicht so laut. Ich rede immer wieder und Balu ist eingeschlafen. Ja, wir sind jetzt die ganzen letzten Tage damit beschäftigt gewesen, das Kinderzimmer, die Möbel aufzubauen. Die sind auch noch nicht fertig, das wird morgen oder übermorgen noch weitergehen. Wir haben ein weißes Kinderzimmer, also weiße Kinderzimmermöbel von Welle. Aber da, wenn das Zimmer fertig ist, dann zeige ich euch eine Kinderzimmer-Roomtour, wo ich eigentlich alle Möbel euch dann zeigen möchte und auch den Inhalt. Und ich denke mal, das weiße Regal wird da auch super dazu passen. Genau, das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!